drei einfache Optimierungen, welche du für die Wertsteigerung deiner Immobilie selbst in die Hand nehmen kannst. Essentiell beim Wohnungskauf ist natürlich, dass die Randbedingungen von der Immobilie passen und die Immobilie an sich halt gut ist. Da bin ich in den letzten Videos schon vermehrt drauf eingegangen, aber ich kann das nur predigen und gehe nochmal drauf ein, dass ihr da wisst, da müsst ihr drauf achten. Grundsätzlich muss das Haus, in dem die Wohnung drin ist, einen guten Eindruck haben. Wenn du das ganze Haus kaufst, ist es egal, wenn der Eindruck schlecht ist, dann kann man nämlich den Preis schön drücken, hat es aber in der Hand, damit es besser wird. Wenn man eine Wohnung kauft in einem Haus mit einem schlechten Eindruck, hast du nicht so ganz die Möglichkeiten, den Eindruck des Hauses zu verbessern, was dann im Wiederverkauf und in der Vermietung ein bisschen Probleme macht. Deswegen würde ich da jetzt am Anfang mal die Finger vielleicht von weglassen, außer es ist halt extrem günstig, aber grundsätzlich soll das alles passen, dass das Haus einen guten Eindruck hinterlässt. Dann muss die Technik passen, also die Technik im Haus als auch in der Wohnung. Weil wenn du als Einsteiger da jetzt reinkommst in die Wohnung und ein bisschen was selbst Hand anlegen willst, dann sollte die Technik passen. Was meine ich mit Technik? Die Fenster sollten passen, die Elektrik sollte passen, idealerweise dreiadriger Strom mit FI-Schalter schon als Absicherung. Und dann zusätzlich sollte auch dann das Wasser passen. Das heißt, dass die Wasserleitungen funktionieren, dass der Wasserdruck bei warm und kalt relativ ähnlich und gut ist, damit da genug Durchfluss ist. Wenn ein bisschen zu wenig Durchfluss ist, kann man die Siebe mal testen beim Wasserhahn. Wenn dann das immer noch nicht besser ist, dann ist es ein Anzeichen dafür, dass die Leitungen schon ein Stück weit zugesetzt sind. Und dann ist es mit so einer einfachen Renovierung, wo du selbst Hand anlegen kannst, nicht mehr getan. In manchen Fällen, und das ist vielleicht auch ein Leitungswasserschaden gefährdet und so weiter. Deswegen check immer den Wasserdruck noch bei den Leitungen, Küche, Dusche, Waschbecken, und beim Klo kannst du ja nicht testen, weil die Klospülung läuft ja dann einfach langsamer voll, wenn die ein bisschen zugesetzt ist. Die Sachen solltest du testen, wenn die Abflüsse ein bisschen schlechter ablaufen, das ist dann halb so wild. Aber in der Dusche kann es schon auch mal kritisch sein, deswegen check vielleicht noch kurz die Abflüsse, wie da das Wasser abläuft. Und wenn die Sachen passen, dann ist schon mal grundsätzlich gut, ja, grundsätzlich gut. Kann natürlich immer was kaputt gehen danach, aber im Kaufzustand sollte das passen. Dann sollten die Zahlen auch passen, also es ist nicht deine Zahlen, wie du vermietest, wie du kaufst und so weiter, sondern ich rede von den Zahlen des Objektes. Hat die Hausverwaltung ein einigermaßen gutes Management betrieben, sodass die Rücklagen hoch genug sind für etwaige Sanierungen und dass die Sanierungen, die gemacht wurden, auch halt zu vernünftigen Konditionen gemacht wurden und da nicht irgendwelche versteckten Gebühren, Kosten und blöde Verträge, die zu deinen Ungunsten sind, laufen, damit du als neuer Eigentümer der Immobilie dann halt auch wirtschaftlich vom Gesamtobjekt saubere Zahlen hast. Jetzt kommen wir zu den drei Optimierungen, welche du einfach und selber machen kannst. Klar, der Best Case ist natürlich, man kauft eine Wohnung und vermietet sie und muss nichts machen. Das ist aber vom Preis-Leistungs-Verhältnis meistens zu schön, um wahr zu sein, denn die Preise sind zu hoch, dass sich's rechnet. Wenn du eine Immobilie willst mit einer guten Rendite, die sich rechnet, musst du bereit sein, ein bisschen Hand anzulegen, und dann kannst du in der Regel auch in guten Lagen gute Preise, bessere Preise erzielen, weil oftmals wird die Aufwendungen werden gescheut vom Verkäufer zu machen. Manche andere Interessenten rechnen mit Sanierungskosten von Handwerkern, aber wenn du so ein paar Sachen selber machen kannst, ist immer kein Fehler. Was auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck schon mal hinterlässt als erstes, ist, wenn man die Wohnung streicht. Dafür sollte man halt darauf achten, dass die nicht schon 20 Mal gestrichen wurde und die Tapete so dick und ja nicht so geil ist und geraucht wurde, dass mehrmals übertapeziert wurde und so weiter. Es muss einfach so passen, dass man halt die Wand, wenn man die anschaut, kann man die nochmal streichen, ja oder nein, passt es, ja okay, perfekt. Da würde ich sagen, so 90er Bauten sind idealerweise da gut dafür bekannt, dass die Sachen, wo ich gesagt habe, die technischen Sachen und so weiter schon erledigt sind. Da muss man noch nicht so ran. Natürlich sind die auch schon 30 Jahre alt langsam, die Objekte, oder ein bisschen älter auch teilweise schon. Aber da passt es dann meistens grundsätzlich mit den technischen Sachen, dass man da nicht so arg drauf gucken muss. Bei den älteren Sachen gibt es halt welche, da ist alles Hopfen und Malz verloren. Aber es gibt auch ältere, die sind schon wieder auf einem neueren Stand wie die 90er Bauten, sodass man dann halt immer drauf gucken muss, wie ist da der Zustand. Aber streichen ist auf jeden Fall ein Hebel, das schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck, einen viel besseren Eindruck wie ohne Streichen dann demjenigen vermittelt, der danach reinkommt, entweder ein potenzieller Käufer oder ein Mieter. Das ist eine Optimierung, die du selber machen kannst. Kostet ein bisschen Zeit, ein bisschen Aufwand, aber ich glaube, das kriegt jeder hin, der so keine zwei linken Hände hat. Zweite Optimierung, die du selbst machen kannst, ist
den Boden zu optimieren. Alten Boden rausreißen, neuen Boden reinlegen. Was würde ich da empfehlen, reinzumlegen? Bei Verkaufsobjekten, wenn es ein hochwertiges Haus ist, Parkett. Wenn es ein Semi-Haus ist, Vinyl oder Laminat. Ich tendiere eher zu Vinyl wegen der besseren Verarbeitbarkeit. Und ja, für Vermietung auch eher Vinyl, da kann man nicht so viel kaputt machen. Problem oftmals ist, wenn man Boden rausreißt und es dann selbst neu reinlegt, dass halt die Unebenheiten da sind. Das heißt, man muss Ausgleichsmasse verwenden. Ausgleichsmasse macht einen geraden, glatten Untergrund. Da gibt es so zwei, drei Hürden, die können passieren. Die Türen sind dann nicht mehr öffnungsfähig, weil die Abstände zwischen Boden und Türe nicht mehr reichen, weil der Boden höher ist. Zum Beispiel kann man Unterlegscheiben unterlegen oder die Türen absägen. Und da muss man auch natürlich vielleicht, wenn man das noch nie gemacht hat, sich ein YouTube-Tutorial anschauen oder vielleicht den einen oder anderen Kollegen dann mit an Bord holen, der das schon mal gemacht hat. Aber ich denke, jeder in seinem Umfeld kennt jemanden, der einen Boden verlegen kann, dann kann man das auch selber machen. Wenn du das Werkzeug nicht hast, kannst du es dir kaufen oder einfach so ein Satz Werkzeug mit Akkus, wo man verwenden kann, Stichsäge, Handkreissäge und so weiter. Gibt es ja alles mittlerweile von einer Setting-Kategorie, wo man halt die Akkus durchtauschen kann. Da kann man entweder billig, mittel oder Handwerkerqualität kaufen oder man mietet sich's einfach. Da gibt es ja auch Möglichkeiten. Oder man kennt jemanden, der das Werkzeug hat. Auf jeden Fall, die zwei Sachen sind enorme Hebel, Boden und Wände. Beim Boden halt wichtig, wirklich den Untergrund sauber zu bearbeiten, weil wenn der nicht gerade ist und drüberlegen ist auch nichts. Altes raus, neuer rein. Und drüberlegen ist auch nichts, weil dann hast du da so mehrere Schichten, das ist auch nicht gut. Und beim Sockelleistenthema kannst du die reinschießen mit Pressluft oder mit Akku, Nagelpistolen oder Schrauben mit Dübeln, je nachdem. Nur aufpassen, dass man keine Steckdosen durchschießt, weil das ist mir auch schon mal passiert. Wenn die zwei Sachen gemacht sind, dann ist die Wohnung an sich in einem guten Zustand. Wenn du jetzt aber noch eine bessere Rendite erzielen willst, das gilt aber nur für den Bestandscase, ja, wenn du es behalten willst, kannst du die möblieren. Einfach Bett rein, Tisch, Besteck und so weiter, einfach möblieren. Dann gibt es verschiedene Zielgruppen. Wenn es eine größere Stadt ist und eine Mehrzimmerwohnung, ist es ein WG-Konzepte. Oftmals gut geeignet bei schlechteren, kleineren Wohnungen, schlechteren Lagen, wo halt vielleicht ein paar Firmen in der Nähe sind, aber ja, nicht im WG-Konzept läuft, da kann man auch möblieren, aber an Expats vermieten. Das heißt, da kann man einmal eine höhere Miete erzielen, kann pauschal Warmmietverträge schließen, idealerweise teilweise auch mit Internet, muss man da halt gewisse Mindestlaufzeiten der Verträge einhalten und dann kann man deutlich teurer nochmal vermieten, als wenn man das nicht macht. Und das sind so drei Mittel und Wege, wo du selber Hand anlegen kannst, um eine bessere Rendite für deine Immobilie zu erzielen. Lass mich mal wissen, welche der Schritte du schon mal selbst gemacht hast in den Kommentaren und ob du vielleicht auch andere Schritte mir jetzt noch sagen würdest, so hey, ich würde noch die Keramik tauschen im Bad oder Elektrik mache ich immer neu oder so. Einfach nur mal rein aus Interesse, was ihr immer für Sachen macht, damit ihr die Immobilien so hinbekommt, dass ihr günstig kaufen könnt. Mit ein bisschen Eigenleistung renovieren könnt, um noch eine bessere Rendite zu erzielen. Viel Erfolg und bis bald!